So, das hätte man nun mal wieder hinter sich. Nix geht doch über ein gutes Frühstück. Schau, nun hält man das schon wieder ein paar Tage aus mit einem, der schon 3 Tage lang kein Happen mehr zu essen gekriegt hat, weißt du. Und man kann auch nirgends so gut frühstücken wie hier im Störtebeker. Bei solcher Schmuckenwerte wie Frau Mary das ist. Sie alter Schmusbüttel, Sie. So, den gebe ich aus. Sie, Frau Mary? Mhm. Ist denn hier heute was los? Ivo, was soll hier wohl los sein, Herr Menk? Geburtstag etwa, Frau Mary? Ivo, Herr Alter. Na, ich glaube das aber doch, Frau Mary. Ja. Dann mal Prost, meine Herren. Prost, Frau Mary. Das ist ein widerlicher Kerl. Geben Sie da noch einen aus, wenn das nicht die Wahrheit ist, was? Ja, tue ich ganz bestimmt, Herr Menk. So, da bin ich wieder, Frau Bramme. Moin. Na, Uli, alles eingeholt? Hab ich. Mhm. Ich habe auch noch den Briefträger getroffen. Oh. Da sind allerhand Glückwunschkarten dabei zu Ihrem Geburtstag, Frau Bramme. Uli! Und diese Blumen möchte ich Ihnen zu Ihrem Geburtstag verehren. Oh, sie hat also doch Geburtstag. Mhm. Ja. Dankeschön, Uli. Aber das sollte doch keiner wissen. Ach so. Na ja, dann legen Sie die Post mal dahin und stellen Sie die Blumen gleich mal ins Wasser, ne? Ja, sofort, Frau Bramme. Tja, denn muss Frau Mary ja wohl noch mal nach der Buddel lang, ne? Ja. Ich bin ja schon dabei, Herr Alder. Ja. Na ja, dann erstmal meinen herzlichsten Glückwunsch. Meine liebe Frau Mary. Dankeschön, Herr Menk. Von mir das Gleiche. Meine liebe Frau Mary. Ja. Dankeschön, Herr Alder. Und bloß nicht so viel Hallo davon machen. Wenn eine Frau in meinem Alter ein Jahr älter geworden ist. Ach, wie können Sie mit Ihren knapp 30 Jahren schon vom Alter sprechen, Frau Mary? Knapp 30 Jahre? Sie alter Schmusbüdel, Sie. Also denn höchstens 31, ja. Frau Mary. Ja, das kommt schon eher dahin, Herr Alder. Sie müssen bloß noch 52 Wochen mit 5 multiplizieren und die dazuzählen. Ja, mit 5 Wochen. Das ist ja einfach, ja. Na, dann mal ran an die Gewehre. Prost. Prost, Frau Mary. Also, das ist ja und zu Ihrem Geburtstag, meine liebe Frau Mary, da kriegen Sie heute noch einen Kuss von mir. Oh. Als wenn ich danach so großes Verlangen hätte. Das hat sie aber gut gegeben, Herr Menk. Ja, wo steckt eigentlich Ihr Mann, Frau Mary? Mein Mann? Der macht so wie jeden Morgen seinen Spaziergang längs den Hafen. Ja, hat er sich denn ein bisschen fix was einfallen lassen, seiner liebreizenden Frau zum Geburtstag ein passendes Geschenk zu machen, was? Nee, der hat er noch gar nicht an gedacht, Herr Aldach. Na, no! Ja, also mir scheint, Kuno ist in der letzten Zeit überhaupt so komisch. Ja, ich weiß auch nicht, was meinem Gnatschebüdel in die Krone geschossen ist. Ja, hat er vielleicht schon sein Steuerbescheid bekommen vom Finanzamt? Nee, das nicht. Aber seit dem Tag, als Captain Kuhlmann hier bei uns eingekehrt war, ja, da ist er so komisch. Ja, der hat nämlich wieder ein Schiff gekriegt. Was? Von der Reederei in Bremen. Der alte Captain Kuhlmann? Bei dem Kuno früher schon als Mutti gefahren ist. Ja, ganz recht, Herr Meg. Und der hat meinen Mann beinahe dumm und dösig geschnackt, wieder bei ihm als Koch zu fahren. Nun noch. Schau mal, meine liebe Frau Mary. Lassen Sie den Kuddelmann ruhig fahren. Ja, natürlich. Wenn die See ihn ruft, dann darf man ihn nicht halten. So, soll ich denn hier ganz alleine sein? Alleine? Aber liebe Frau Mary, ich bin doch auch noch da. Ja. Und wenn Sie sich mal Sorgen machen wegen Kuddel, weil er auf See schwabbelt, ich werde Sie dann trösten. Ja, ne? Um Ihren Trost bin ich auch gerade verlegen. Oh, ich muss ja ins Kontor, sonst mault mein Tippvorlag wieder den ganzen Tag mit mir. Ja. Und ich muss wieder in meinen Laden. Ja, Frau Mary, dann will ich mal bezahlen. Ja, ne? Das macht für jeden 2,80. 2,80? Ne? Die Sache macht sich. Auch gar nicht. Naja, also ist ja gut, ne? Bitte schön. Ja? 3 Mark? Ja. Und 2 Groschen wieder zurück, Karl. So, Frau Mary, 3 Mark. Jo. Und die 2 Groschen, die sind für Fräulein Uli, ne? Oh, danke schön, Herr Menk. Also, Sie sind immer spendabel. So. Die 3 Groschen sind für Fräulein Uli, nicht? Oh,
danke schön, Herr Alder. Ja. Bitte, Herr Alder. Schau mal. Nach Ihnen, Herr Alder. Frau Mary. Tschüss, Herr Alder. Kriegen Sie wieder hin. Bitte schön. Nee, stopp mal eben, Frau Mary. Was haben Sie denn da über dem Auge sitzen? Ich? Ja, was denn? Ach, Vorsicht, nicht wischen. Hm? Machen Sie die Augen mal ganz zu. Oh! Also, Sie verflexter Kerl, Sie! Ich habe Ihnen Kuss versprochen und sein Wort muss man halten. Und ich verspreche Ihnen, das nächste Mal, da kriegen Sie was hinter die Kinn. Tschüss, Frau Mary. Tschüss. So, Frau Branger. Na, Uli, die sind aber schön. Ja, ne? Ja. Frau Branger. Na? Kann ich heute Nachmittag mal zum Kriminalamt gehen? Was haben Sie denn mit der Kripo zu kriegen? Die sollen mir mal das Verbrecheralbum vorlegen. Na nu. Ja, sehen Sie mal, Frau Branger. Ehe ich hier bei Ihnen die Stellung angenommen habe, da hatte ich kurz vorher einen Herrn kennengelernt. Aha. Wieso aha? Ach nee, ich meine mal bloß so. Na und? Er ist früher als du bei der Harpach gefahren. Und er war auch immer so nett und so lieb zu mir. Ja, Männer können so sein, wenn sie wollen. Ja, ich hatte ihn ja auch gleich so gerne, Frau Bremmer. Ach, hot, nee. Na und? Ja, weil ich meinem Bruder Heinz so gern Radioapparat schenken wollte, da hat Adrian, so hieß er nämlich, Adrian Pott. Doch, da hat Adrian mir versprochen, er wollte mir ein ganz neues Radio mit 7 Röhren zum halben Preis besorgen. Und gewiss haben Sie ihm das Geld schon im Voraus gegeben. 200 Mark. Oh, so viel hatte ich gerade auf der Sparkasse. Und gewiss ist Adrian damit über den Deich gegangen, ne? Der hat von da an nie wieder was von sich hören lassen. Haben Sie denn seine Adresse? Na, eben nicht. Ja, Olli, den sehe ich schwarz. Aber das war auch wirklich leichtsinnig von Ihnen. Na ja, man muss doch so allmählich daran denken, sich einen Mann anzulachen. Was? Oh, Männer sind Mangelware. Och, Olli, du kriegst schon einen Abtur. Na komm, bist wieder zurück von deinem Morgenspaziergang? Das siehst du ja. Was sind das für Blumen? Tulpen! Das siehst du ja. Und von wem? Von wem, hä? Von Uli. Von Uli. Ja. Und warum? Sie hat mir gratuliert. Gratuliert, du, das stimmt ja auch. Du hast ja heute Geburtstag, auch Mary, dass ich daran nicht gedacht habe. Oh, da wärst du sicher nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Erstmal meinen herzlichen Glückwunsch. Danke. Junge, das ist ja wirklich ein Wunder, dass du mir noch mal einen Süßen gibst. Ja, denkst du denn, ich hab dich nicht mehr lieb, was? Ja, das scheint bald so. Oh, Mary, ich vergesse das keinen Tag, dass ich alles, was wir hier jetzt haben, unser schönes Lokal und so, ich nur dir zu verdanken habe. Ja. Ohne deinen Fleiß und Wagemut. Stimmst du noch auf der Reeperbahn in deiner jämmerlichen Knackwurstbude? Ja, das stimmt wohl. Aber weißt du, was mir in der letzten Zeit immer so viel Kummer macht? Du bist mir viel zu freundlich zu unseren Gästen. Oh, alles nur zur Hebung des Geschäfts. Ja, gewiss. Aber du machst das so deutlich, das ist Malvine schon lange aufgefallen. Ja, das glaube ich. Deine Schwester kann mich ebenso wenig ausstehen wie ich sie. Leider, dass ihr euch auch gar nicht vertragen könnt. Du, ob sie und Schwager Mandus heute wohl kommen? Da kannst du auf ab, dass deine ganze pubbelige Verwandtschaft uns heute über den Hals kommt. Und das schon zum Mittag. Ja, dafür bringen sie dir ja auch gewiss was mit. Ja, für 2 Mark Blumen. Und für 4 Mark frisst jeder von ihnen hier auf. Ich sprich doch nicht mal so abfällig von meinen Verwandten. Du, was hast du dir gedacht, was ich heute Mittag mal kochen sollte? Ich hab schon alles holen lassen. Ja. Fettes Suppenhuhn, Rostbiff und 4 Pfund Stangensparen. Schön, da will ich aber erst mal laufen und für dich einen schönen Blumenstrauß holen. Nee, komm, geh lieber in die Küche. Das Fleisch muss doch im Bratofen rein. Ja. Du, heute will ich mal von wegen dem großen Feiertag zeigen, was ich noch kochen kann. Ich will unseren Gästen einen Rostbeef auf Waliser Art vorsetzen mit Tunke à la Chambalan. Die sollen Augen machen. Chambalan! Ja. Je mehr frisst die Sippschaft denn bloß. Naja, Verwandte sind auch Menschen. Ach ja, meine ganze Post habe ich ja noch gar nicht gelesen. Von deiner Tante Alma aus Krupunda. Ach nee, also die denkt ja immer an mich. Was ist das denn? Staatsanwaltschaft Hamburg. Schreibt die mir denn zum Geburtstag? Ladung zum Strafantritt. Zum Strafantritt?
Der Gastwirt Karl Theodor Brammer, geboren am 1. April 1898, wird aufgefordert, die durch vollstrecktes Urteil der großen Strafkammer des Amtsgerichts in Hamburg wegen Zollschmuggel und Steuerhinterziehung in Tateinheit gegen ihn erkannte Gefängnisstrafe von 3 Monaten bis spätestens 9. Juni 1952 in der Aufnahmeanstalt der Gefängnisbehörde Hamburg-Fuhlsbrück-Suhrenkamp 98 anzutreten. Also das ist ja... Kuddel! Kuddel, komm mal ganz schnell her! Herr Brammer kann nicht. Er ist gerade dabei und nimmt das Huhn aus. Also er muss aber... Und Sie, Uli, Uli, kommen Sie mal her. Soll ich was? Ja, gehen Sie mal in die Clubstube und decken Sie da mal den Tisch für 6 Personen. Für 6 Personen? Ja, Wolfgang. Ja, Sie wissen ja, was gedeckt werden muss. Ja. Flache Teller, tiefe Teller, lütte Teller, Kompaktteller, Messer, Gabel, Löffel. Ja, ich weiß Bescheid, Frau Brammer. Ja, und dann machen Sie alles ein bisschen nett, Uli, ne? Alles mache ich doch. Kull, wo bleibst du denn? Frau Brammer? Ja? Auf Weingläser. Weingläser? Ja, ja, meinetwegen auf Weingläser, ne? Kuddel, kommst du nur? Frau Brammer? Ja? Weißwein oder Rotweingläser? Stellen Sie doch hin, was Sie wollen. Das ist doch egal, ob weiß oder rot oder grün. Das ist doch zu doll mit dir, Mann. Jetzt bleibst du aber drin, Dorothea. Kuddel, kommst du nur? Los, verdammt nochmal. Hier, Ladung zum Strafantritt. Zum Strafantritt? Ja, ja, ja. Wie kommst du denn dabei? War zwischen all meinen Gratulationskarten. Aber das kann doch wohl nicht angehen. Kuddel, das ist doch wohl ein falscher Irrtum. Ja, das ist aber leider so. Du sollst wirklich sitzen. Mhm. Wegen Steuerhinterziehung und Zollschmuggel. Ja, weil die Zollfahndung sie bei mir gefunden hat, die 20 Stangen amerikanische Zigaretten. So, und davon bin ich nichts gewahr geworden. Nee, da warst du gerade mit deinem Blinddarm im Krankenhaus. So. Und du hast das nicht für nötig gehalten, mich das nachher wissen zu lassen, was? Ich dachte, da kommt nichts nach. Und von der Gerichtsverhandlung, da bin ich auch nichts von gewahr geworden. Nee, als ich die Vorladung kriegte, da warst du zufällig gerade bei deiner Friseuse. Das war ein Tag, nachdem Captain Kuhlmann hier bei uns war. Oh, so eine Blamage, aber auch. Ja, das ist das auch. Was wird mein Bruder dazu sagen, wo sein Sohn auf der Universität studiert und seine Tochter Dolmetscherin beim Generalkonsul ist? Denn es ist seine liebe Schwester Malvine. Du, meine Verwandten dürfen da all zusammen nichts von wissen. Unsere Gäste aber auch nicht. Dann heißt du nicht mehr Kuddel Brammer, ja. Du hast auch Kerl Brummer. Wäre ich mal bloß an dem Abend, als Captain Kuhlmann hier bei uns war, mit ihm nach Rotterdam gefahren und hätte mich als Koch anmustern lassen. Ach, ja, was mache ich denn nun, dass er nicht bekannt wird? Ja, nach Fuhlsbüttel musst du hin. Kuddel! Ja. Kuddel, wir sagen einfach zu jedem, du hättest eben ein Telegramm gekriegt aus Rotterdam. Was, ein Telegramm aus Rotterdam? Na ja, Captain Kuhlmann, der hätte dich noch mal telegrafisch gebeten, sofort nach ihm hinzukommen. Per Flugzeug. Ja. Passage bereits hinterlegt, anmonstern als Koch. Du, das hört sich ganz glaubwürdig an. Na also, aber nach Fuhlsbüttel musst du hin und das noch in dieser Stunde. Ja, ja, was denn? An deinem Geburtstag? Ach, Quatsch, wieder mein Geburtstag. Deine Verwandten, die dürfen doch nicht erst hier sein. Ja, die wollen denn doch das Telegramm sehen. Ja, ja, du lässt man mich denn heute überhaupt noch rein? Ins Gefängnis? Rein, schon eher als wieder raus. Was steht denn hier? Hm? Die Aufnahme findet nur an Werktagen und zwar in der Zeit von 8 bis 16 Uhr statt. Na also, bis um 4. Hm. Und was noch? Diese Ladung und Personalausweis sind mitzubringen. Weiter können mitgebracht werden etwas Bargeld. Was denn, Geld, wenn ich brummen soll? Ja, vielleicht ist das da so Mode. Wenn einer neu kommt, der muss ein paar Bottle Bier spendieren. Ja, du, etwas Bargeld kriegst du mit. Ja, gib mir mal gleich. Etwas, ne? Pass mal auf, hier ist da noch was. Ja? Ferner Zahnbürste, Haarbürste, Kamm. Auch einige Bücher zur beruflichen Unterrichtung und Fortbildung. Was ein Quatsch, Bücher, ne? Och, bilde dich mal ruhig ein bisschen fort. Ja, kann gar nicht schaden. Hier an Gerichtskosten sind D-Mark 300 zu zahlen. Also sowas. Und das ist schon nepp. Jo. Hast du etwa den Prozess bestellt? Das Gericht ist dir doch damit gekommen und nicht umgekehrt. Ja, das finde ich auch. Na also, du, das sag ich mal gleich. Bezahlt werden keine Gerichtskosten. Nix. So, Kuddel, ja. Und nun mal los. Rein mit dir in Nummer sicher. Ja. Du sag mal, startet denn überhaupt ein Flugzeug vom Flugplatz Fuhlsbüttel nach Rotterdam? Och, wer kann das kontrollieren? Das ist aber, ne? Du, denn verplapper dich bloß nicht, wenn du gefragt wirst, wo ich bin. Weil ich mich verplapper? Nee, du, ich bleib immer dabei. Mein Mann, der fährt zur See. Ja.
man doch gerade in der Schweinebraten. Na, sie wird uns ja nun wohl nicht ihre trockenen Frikadellen vorsetzen, nicht? Auf dem Geburtstag Frikadellen, das wäre ja direkt die Höhe, wäre das ja. Altes Brot haben wir genug zu Hause, ne? Du halt deinen Rand, ja? Komm, nimm Stuhl, setz dich hin. Was? Stuhl hinsetzen. Sag mal, was hast du denn noch für ein großes Gewächs mitgebracht? Ja, wir haben diesmal einen Baum genommen, Azalie. Der Topf, der kostet genauso viel wie 5 Rumkrocks. Hier kann man bloß so viel Geld dafür ausgeben. Junge, Junge, was hast du da in dem Paket? 2 weiße Schürzen. Kann sie als Wirtin ja fein gebrauchen, nicht? Naja, da komme ich da gar billiger bei weg. Weißt, was hier drin ist? Na? Ein Babybomb. Wollt ihr den zum Geburtstag schenken? Ja, ja, soll sie haben. Mann, das ist der Tüppel, hat ihn sich ja wohl jemand andrehen lassen, ne? Ja, hör mal zu, ne? Ich hatte ja von Oetsche Lühmann immer noch 10 Mark zu kriegen, ne? Und weil er den nicht hatte, da hat er mir den Babybond gegeben, ne? Ja, was soll man denn mit so einem Wisch anfangen? In 5 Jahren kannst du ihn erst einlösen. Wer weiß, was bis dahin noch alles passieren kann. Ja. Und nun soll Neri den Babybond haben, als Geburtstagsgeschenk. Lass mal sehen, was sie für ein dummes Gesicht denn macht. Da freue ich mich am meisten über. Ich sag immer, wenn man einem was schenkt, muss man auch selbst seine Freude dran haben. Nicht? Und wenn es auch nur Schadenfreude ist, nicht? Hört mal zu, nicht? Mein Freund, der Trompeter, Peter Pedersen aus der Peterstraße. Du halt einen Rand, ja? Ja? Na du? Die Tür ist ja abgeschlossen. Wer ist da drinnen eingesperrt? Oh. Na du? Moin. Moin. Wo hat sie denn da eingeschlossen? Ja, das muss Frau Brammer vorhin wohl gemacht haben. Frau Brammer, das ist ja sehr verdächtig. Ach, ne? Sie sind wohl das neue Mädchen hier, nicht? Na, so neu bin ich ja nun nicht mehr. Bin ja nun schon volle 6 Wochen hier. Was, 6 Wochen schon? Mein Wiede, so lange hast du das früher als Dienstmädchen ja nie auf einer Stelle ausgehalten. Was soll es denn eigentlich heute Mittag zu essen geben? Ach, hoffentlich was Schönes, nicht? Tja, wenn ich das schon verraten darf, erst mal eine Hühnersuppe mit Einlagen. Und dann ein mächtiges Stück Rostbeef mit Tunke à la Chamala. Was, Rostbeef? Hotte Hühnersuppe. Rost, hat sie gesagt. Brauchst du nicht gleich eine Überschwemmung zu machen, und was noch, Fräulein? Hühnerfrikassee. Und zum Nachtisch Zitronencreme. Oh, Zitronencreme. Da hau ich mir aber ordentlich den Schlag ich mir fix in den Magen, nicht? Naja, das geht denn ja. Da kriegt man ja ungefähr wieder raus, was man an Unkosten gehabt hat, ne? Und zuallererst hat Herr Brammer vorhin in der Küche gesagt, da will er seinen Gästen ein ganz raffiniertes Hors d'oeuvre vorsetzen. Mhm. Hors d'oeuvre, was dann? Hors? Hors ist doch Englisch. Das heißt Pferd. Also doch, hatte ich. Friedrich, nun blamier dich doch nicht. Wo unser Sohn Akademiker ist und Monika Dolmetscherin auf dem amerikanischen Generalkonsulat, da sollst du es ja eigentlich von selber wissen, dass das so viel wie appetitreizende Vorspeise heißen tut, nicht? Ja. Ach so, wir sollen also erst noch den richtigen Appetit kriegen, nicht? Doch, Appetit haben wir sowieso. Wegen das schöne Essen hier heute, nicht? Da haben wir zu Hause die letzten 3 Tage kein richtiges Mittagessen mehr. Ach, an den Rand, ja? Guste und Friedrich, könnt ihr euch nicht denken, warum Mary das Mädchen da im Clubzimmer eingeschlossen hat? Ja. Nee, aber ein bisschen komisch ist es ja nicht. Ja, da gibt es wieder einen von den vielen Verehrern hier. Und das junge Ding soll er nicht mitkriegen, wenn sie mit so einem Schürzen hier herumschmust. Meinst du das? Oh, Marlene!
Auch mal wenig, du hast auch immer was an Kohl seiner Frau auszusetzen. Oh, als wenn du auch nicht wüsstest, wie Miri sich den Mannsleuten gegenüber benimmt. Ja, das hat Miri fein raus, dass die Mannsleute alle verrückt nach ihr sind, nicht? Na, ich aber nicht, du. Du halt einen Rand, ja? Kannst du auch was beleben, du. Na, so schlimm wie du das machst, Marvine, ist das doch wohl nicht mit Miri. Dafür ist sie eine Gastwirtsfrau, ne? Ja, nimm du sie mal noch einen Schutz, ne? Du hast unserem Bruder ja gerade zugeredet, dass er die Verkäuferin aus der Knackwurstbude heiraten sollte, ne? Ja, wenn er ihr doch schon die Ehe versprochen hatte. Ach, was versprochen, versprochen. Anständig war das ja damals auch nicht von ihm, als er das arme Mädchen aus Elmshorn sitzen ließ, ne? Was sollte Kuddel denn damals schon mit einer Frau, wo er noch zur See fuhr und unsere Mutter miternähren musste? Ja, Friedrich, da hat Marvine aber wirklich recht, nicht? Was? Ja, ja. Wo er mit dieser Emmy Stüben schon fast verlobt war und sie was Kleines von ihm kriegen sollte. Friedrich, das ist heute Maut. Ach, Miri darf das doch nicht wissen. Finde ich aber auch, da nur noch wieder von anzufangen. Die Tochter von meinem Freund, nicht dem Trompeter, nicht Peter Petersen aus der Petersstraße. Du halt einen Rand, ja? Von wegen Kuddel, da sollt ihr mal sehen, dass ich recht behalte. Dem werden eines Tages auch die Augen übergehen über das, was er sich daran geheiratet hat. Für so eine Frau wie die, die hat überhaupt keine Manieren. Die weiß überhaupt... Oh, ja, da ist sie ja. Unser liebes Geburtstagskind. Ja. Glück und Segen für das neue Lebensjahr. Schön gesund bleiben und immer munter. Schön, Marvine. Danke. Und dann lass mich da auch sein, nicht? Hier, Miri, alles von uns. Oh, alles von danke uns. Dankeschön, Auguste Victoria. Ja, bitte. Ja. Auch von mir, liebe Miri, von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Na. Von mir auch dasselbe in grün. Dankeschön, Mann. Ja, ja, in grün. Komm mal her. Komm mal her. Weißt du, was hier in diesem Kuvert ist, Miri? Ein Babybond. Das ist ein Wertpapier. In 5 Jahren löst jede Bank dir das ein. Oh, danke schön. Bitte, bitte. Oh, nee, wie seid ihr doch alle nett zu mir. Ja, dann nimmt man bitte Platz. Na, ne? Ach, ich habe auch schon Hunger. Ich lasse euch gleich ein paar belegte Butterbrote machen. Was? Butterbrote, bitte? Ich denke, Kuddel ist dabei, ein Festessen zu machen. Ja, so wie ein Rostbeef mit Zitronencreme. Ja, aber da ist nun leider was zwischengekommen. Ihr könnt Kuddel gerade noch Tschüss sagen. Was soll das heißen, Miri? Ja. Mein Mann, der fährt wieder zur See. Was? Wie kommt Kuddel denn auf den verrückten Einfall? Na ja, anders kann man das ja nicht nennen, nicht? Nee. Ja, aber er hat doch immer gesagt, er hätte die Nase voll von der Seefahrt. Ja, ja, ja. Aber nun war neulich Captain Kuhlmann hier. Ja, der hat nämlich wieder ein Schiff gekriegt. So, und was für ein Schiff ist das? Ein Holländer. Ja, hat eine deutsche Reederei aufgekauft und liegt noch in Rotterdam in der Werft. Mhm. Kann der Kapitän denn keinen anderen Smoothie kriegen? Als ausgerechnet dein Mann, Miri? Ach, er hat ihm neulich schon so halbwegs das Versprechen abgenommen, als er hier bei uns eingekehrt war, nicht? Ja, und eben, da hat Kurt ein Telegramm gekriegt aus Rotterdam. Telegramm aus Rotterdam? Ja. Er muss nur sofort nach Fuhlsbüttel. Ja. Das ist aber kein Schiff. Ja, ja, nach dem Fluchtplatz meine ich doch. Was? Per Fluchtpost soll er dahin? Nein. Und du bist damit einverstanden, Miri? Mir bleibt doch gar nichts anderes über, Malvine. Er hat mir schon genug die Ohren vollgequackt. Er möchte mal wieder so für eine gewisse Zeit zur See, ne? Ja, das bin ich aber nie an ihm gewahr geworden, nicht, Malvine? Nee, wer weiß nicht, warum er in Wahrheit das Verlangen hat, mal wieder zur See zu fahren und hier wegzukommen, ne? Wie meinst du das, Malvine? Das meine ich so, wie ich das meine. Nee, nee, nur sprich dich mal rein aus, da hast du doch was. Branner, ja? Sie möchten eben mal bitte zu Herrn Branner kommen. Ja, schön, Uli, ich komme. Entschuldige mich mal einen Augenblick, ja? Ja, 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 ja. Kuddel wieder zur See? Ja. Komisch. Mehr als komisch ist es ja nicht. Naja. Denn hat Miri ja nur freie Bahn. Kann sich mit den Mannsleuten ja noch mehr einlassen, ne? Ach, schnack doch nicht, Malvine. Ach. Denkst du, ich als sein Elternbruder lasse das zu, dass er wieder zur See geht? Zur See geht er nicht. Und damit basta. Richtig, Friedrich, bring ihm Vernunft bei in seine Jahre, nicht? Ja. Und wenn er dann nicht auf eingeht, dann nimmst du Friedrich ihn beiseite und machst ihm mal klar, was daraus wird, wenn er seine Frau hier allein lässt, von wegen hier, ne? Oh, du, das wäre aber eine schöne Blamage für uns alle zusammen hier, nicht?
Ihr hört ja, ich lasse ihn nicht wieder nach See weg. Du, Kuddel, geh mal zu. Ah, da ist Kuddel, ja. Ja. Nur fix und fertig. Ja, ja, Mann, gut, dass ich euch noch schneller Tschüss sagen kann. Ja. Nun geht das los. Hin nach Fuhlsbüttel. Nach dem Fluchtplatz musst du dabei sagen. Ja, ja, nach dem Fluchtplatz. Ja. In einer Stunde könnt ihr mich schon hier rüberfliegen sehen, Richtung... Rotterdam. Tatadam, tam, tam. Nee, Kuddel, du noch wieder nach See. Ja, Malvine, das hilft alles nichts. Ich muss. Unsinn. Du musst gar nicht, wenn du nicht willst. Nee. Doch, Fiete, was muss, das muss. Kuddel, ich als dein Elternbruder, ich sag dir, du bleibst hier. Ja, finde ich aber auch. Das tut mir ja leid, dass ihr so besorgt um mich seid, aber das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ja, aber was meinst du denn, wo lange du wegbleiben tust? 3 Monate habe ich doch gekriegt. Ja, 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 Bescheid gekriegt hat er für 3 Monate, ne? Bescheid gekriegt. Ich denke, du sollst nur so lange Kochspiel, um das Schiff vom Rotterdam nach hier zu bringen. Nee, nicht nach hier, nach Bremen, nicht Kuddel? Ja, die Wilhelminsche van Gelderland. Ja, so heißt der Frachter. Die liegt da in der Werft. Ja, mal 3 Monate sollst du wegbleiben und dann bloß mit einer Aktentasche? Gott, muss das ein kleines Schiff sein, ne? Ja. Ja, mehr darf ich ja nicht mitbringen. Ja, du darfst schon. Ja. Ja, aber hier hat er doch bloß das drin, was er so für unterwegs braucht. Ja. Ne? Sein großes Gepäck ist vorhin schon von den Leuten vom Flugplatz abgeholt worden, nicht, Kuddel? Ja, ja, das verstauen Sie nur alles ins Flugzeug. Ja. Also tschüss, ich kenne das. Nee, nicht ganz schön, Kuddel. Du, hör mal zu, dieser Hollandsmann, das ist wohl ein alter Pott, was? Ein ganz alter Pott. Auf so einem alten Schiff bist du noch wieder zur See fahren? Guck doch mal alle Augenblicke in der Zeitung, dass so ein Morschenkasten abgebuddelt ist. Ja, überhaupt nur gerade, wo immer so ein böses Stürme wüten auf See, mit ganzen Orkanstärken sogar. Kuddel, du weißt doch, wer sie in Gefahr begibt, kommt da in Ohren. Ja, das stimmt, Kuddel, denn er ist mein Freund. Der Trompeter, nicht Peter Petersen aus der Peterstraße. Du halt am Rand, ja. Kuddel, weißt du, ich hab so das Gefühl, ich soll dich nicht wiedersehen. Oh, stell dich doch nicht so an, Malvine. Ja, ja, du hältst ihn ja auch nicht, ne? Aber ich halt ihn. Ja. Ich lass ihn hier nicht raus. Hier kommst du nicht weg. Friedrich, was soll das denn? Er muss nun los. Ja, ja, ich muss nur los. Dahin, wo ich nur hin muss, da muss ich nur hin. Also tschüss, Kenning. Ja. Noch nicht. Ich und deine Schwester, wir lassen uns das nicht nehmen. Wir bringen dich hin nach dem Flugplatz. Was, Malvine? Ja, ja, wir wollen dich fliegen sehen. Aber warum denn, Friedrich und Malvine? Ich bin auch gar nicht dafür, dass ihr mitkommt. Nee, nee, doch, ich bestell schnell ein Taxi für uns. Kuddel, du weißt, du kannst das Autofahren überhaupt nicht ab. Die wird dann immer so leicht schwindelig. Ne? Komm, fahr mal lieber mit der Hochbahn. Ja. Tschüss, Gustav Mannus. Ahoi! Nein, Friedrich. Oh, oh Gott. Nur lass ihn doch mit der Hochbahn fahren, das ist ja ganz egal. Also mein Freund, ja, Maschinen, der Trompeter, nicht Peter Petersen. Du an den Rand, ja? Peter Petersen. Was, du ist ja doch weggelaufen. Oh, um ohne mir einen Kuss zu geben. Ja. Oh, Mary, machst du dir um deinen Mann gar kein bisschen Sorgen? Nee, nee, tue ich auch ganz und gar nicht, Malvine. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, diesmal wird ihn die See verschlingen, mein lieben guten Bruder Kuddel. Ja? Oh, so ein Gefühl habe ich ja auch. Oh. Nee, 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 dem passiert nichts. Dafür sorgt eine höhere Macht. Oh. Moin, moin. Moin, moin.
Moin, moin. Na, was darf das sein, junger Mann? Ach, Frau Wennen, würden Sie sich wohl die Mühe machen und mir eine Flasche Bier geben? Ja, die Mühe mache ich mir schon ganz gern. Ja. Oh, einen Moment mal eben, ne? Bitte, bitte, ich habe Zeit. So, ja. Ja. Störtebeker? Wen? Mein Mann? Nee, das tut mir leid. Mein Mann, der fährt zur See. Ach, wann er wieder zurück ist? Ja, so in knappe 3 Monate, ne? Ja, dann rufen Sie den Mann wieder an. Tschüss. Na, was darf das sein? Pilz oder Edel? Oh, ist egal. So. Einen Augenblick, Frau Wirtin. Weil wir gerade hier allein sind, da möchte ich Ihnen gerne mal etwas sagen. So, das sage ich Ihnen aber gleich. Ich kaufe nichts, solange mein Mann... Zur See fährt, meinen Sie? Ja, ja, deswegen. Ja. Frau Brammer, hören Sie mir mal einen Augenblick zu, ja? Bitte. Ach so, ja. Moment. So, bitte sehr. Ich kann Ihnen nämlich eine gute Nachricht bringen. Und wissen Sie auch von wem? Von Ihrem Mann. Was? Ich bin heute Morgen entlassen worden. Sie waren auch da. Ach, wie gefällt ihm denn das Tütenkleben? Tütenkleben, Sie sind gut. Er ist gleich in die Küche abkommandiert worden. Als Koch? Ach, das freut mich aber. Ja, darüber freuen sich viele, die da auf Staatskosten in Pension sind. So ein gutes Essen hat er es da nämlich noch nie gegeben. Oh, dann hat er da wohl eine gute Nummer, was? Ja, und ob. Man bedauert allgemein, dass er bloß 3 Monate da ist. Und nicht lebenslänglich. Das wäre ja allerhand. Aber nun sagen Sie mir mal, werden Sie das unter die Leute bringen? Ich? Oh, ich werde mich schwer hüten. Das darf ja auch keiner wissen, dass ich hinter schwedischen Gardinen gesessen habe. Ach, auch wegen Steuerhinterziehung und Zollschmuggel? Nee, deswegen nicht, Frau Mama. Ja. Nee, im Vertrauen. An einem Morgen, gerade als ich aus der Tür wollte, da kam so ein Herr bei mir an, den ich noch von früher her gut kenne und der sich jetzt einfach glänzend steht. Ne? Hm. Dem hatte man 2 Monate aufgebrummt. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Gegen die Staatsgewalt? Oh, Junge, ja. Er hatte sich in seiner Dunität mit einem Polizisten gekloppt. Ne? Und genau 3 Tage vor seiner Hochzeit mit einer Tochter eines großen Möbelhändlers, da soll er rein. Und brumm? Oh nee, wie unangenehm. Naja, wären seine Schwiegereltern und seine Braut dahinter gekommen, was er ausgefressen hatte und weswegen er in den Knast sollte, dann wäre aus der Heirat ganz... Nichts geworden, ne? Sehen Sie. Ja. Und darum machte er mir den Vorschlag, ich sollte doch für ihn die Strafe absitzen. Und Sie waren damit einverstanden? Oh, ich versäume ja auch nichts, ne? Bin ja erwerbslos. Naja, und dann hat er mir dann seine Papiere gegeben und dann war ich eben nicht mehr ich. Ich war dann er. Oh, aus reiner Gefälligkeit doch wohl nicht. Ich bewahre. Ja. Hier, diesen Barscheck habe ich eben in seinem Kontor in Empfang genommen. 5000 Mark? Oh, na ja, wenn der Herr das hat und er sich einfach glänzend steht, dann kann er das bezahlen. Ja, und wenn er dann noch solche gute Partie gemacht hat. Ja. So, und Sie haben da in Fuhlsbüttel meinen Mann kennengelernt. Ja, ihn endlich persönlich kennengelernt. Endlich persönlich, sag ich. Wieso? Haben Sie denn mal was mit meinem Mann gehabt? Was? Wie man's nimmt, ne? Sie sind doch seine zweite Frau. Ja, seine erste ist verstorben. Hat er Ihnen denn nie was davon erzählt, dass er in seinen jungen Jahren mit einem Mädchen Emmy Stüben verlobt gewesen war? Er? Ja. Nee. Mit keinem Wort bis nun. Das wäre mit den beiden auch bestimmt was geworden, wenn seine Schwester die beiden nicht wieder auseinandergebracht hat. Ach, die Malvine. Das hat sie auch versucht, dass wir uns heiraten wollten. Tja, aber bei meiner Mutter war er schon deshalb moralisch verpflichtet. Bei ihrer Mutter? Ja, um meine Mutter handelt sich das nämlich. Soll das etwa heißen, dass Sie mein Mann sein Sohn sind? Genau. Oh Gott. Sehen Sie mal, Frau Brammer, hier auf meiner Geburtsurkunde steht bloß der Name von meiner Mutter. Statt Vater ist dann Aktenzeichen. Meine Mutter hat mir als Kind immer gesagt, wer mein Vater war. Und als ich dann volljährig war, da habe ich mir das bei der Jugendbehörde aufgrund dieses Aktenzeichens bestätigen lassen. Vater, der am 1.4.98 zu Hamburg geborene Schiffskoch Karl Theodor Brammer. Ja,
Mein Mann hat also einen Sohn. Tja. Und das sind Sie. Mhm. Ist mein Mann denn immer seinen Verpflichtungen nachgekommen? Ja, ja, das ist er, bis ich 16 war. Ne? Aber sonst hat er sich nicht um sein Kind gekümmert. Gott, das war ja nicht gerade hübsch von ihm. Nee, nee. Und er hätte es gekonnt. So. Auch wenn meine Mutter bald nach meiner Geburt zu ihren Eltern in den Zorn gezogen ist. Ne? Da hat sie dann geheiratet und der Mann, der hat mich dann adoptiert. Ach, den heißen Sie gar nicht Stüben? Nee, nee, ich heiße Adrian Pott. Adrian Pott? Den Namen habe ich doch schon mal gehört. So? Ja, Pott ist bloß die erste Silbe von meinem Namen. Er hat nämlich noch zwei Silben mehr. Ja, und deswegen habe ich in meinem Leben schon viel Hohn und Spott erdulden müssen. Och, wie heißen Sie denn in Wirklichkeit? Gucken Sie mal hier, Frau Brenner. Adrian Pott. Nee. Nee, das ist wirklich kein schöner Name. Und nicht mal einen anständigen. Wie kann das bloß so einen Namen geben? Im Adressbuch finden Sie drei von der Sorte. Oh. Aber nun fällt mir was ein. Kennen Sie ein Mädchen Uli Stichling? Oh, und ob? Ich will gerade zu ihr hin. Sie wartet bestimmt schon, wer weiß wie doll, auf ihr Radio. Mhm. Uli ist hier seit einer Zeit bei mir beschäftigt. Hier? Ja. Ja, wo ist sie denn? Sie ist losgeschickt und kauft ein. Ach, was die Arme, deren wohl nach mir gesucht hat. Sogar im Verbrecheralbum. Naja, das kam ja auch mal alles so Hals über Kopf. Dass sie die Strafe für einen anderen absitzen sollten. Aber wenn das nun mal rauskommt... Oh, Frau Brenner, verraten Sie das bitte nie. Ich? Nee. Wo Sie doch wissen, dass mein Mann... zur See fährt. Ja, 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 ja. Ach, was hat er denn für ein Gesicht gemacht, als er so unverhofft seinen leiblichen Sohn vor sich hatte? Das durfte er doch gar nicht merken. Ach, nee. Nee, nee, und da hießen Sie ja auch anders, ne? Ja, aber nur mal raus damit. Haben Sie nicht doch irgendwas mit ihm im Sinn? Ja, eigentlich ja, ne? Er hat ja weiter keine Kinder, ne? Nicht mit seiner ersten Frau und auch nicht mit ihm. Nee, mit mir nicht, das müsste ich ja wissen. Ja, also könnte er mich doch als seinen Sohn anerkennen. Hm? Damit Sie nicht länger mit diesem komischen Namen rumlaufen müssen. Ja, da soll was aus werden. Dafür sorge ich schon. Ich werde dem Namen Brenner bestimmt keine Schande machen. Den werde ich ja Mama. Mama Brenner. Oh nee, so kommt man in die Wochen und weiß nicht wie. Ja. Aber nun sagen Sie mir mal, hat Uli mir nicht erzählt, Sie sind Stuart? Ja, das war ich mal. Nicht? Aber zuletzt habe ich nur so ab und an als Kellner gearbeitet. Dann stelle ich Sie hier bei mir an. Oh, Frau Brenner, das finde ich aber sehr nett von Ihnen. Ich brauche Hilfe, bis mein Mann wieder von See zurückkommt, ich weiß. Dann gehen Sie nur mal schnell ein paar Häuser weiter längs zu Justus Aldach. Justus Aldach? Mhm. Und lassen sich da auf meine Rechnung eine neue Kellnerjacke verpassen. Ach so, geht hier um die... Sehen Sie mal, da steht ja Uli und klönt mit meiner Waschfrau. Ist sie nicht eine flotte, hübsche Dea? Frau Brenner, verraten Sie aber nicht zu viel von mir, nicht? Nö, nö. Ja. Bloß das, was ich so unbedingt für nötig halte, ne? Adrian, gehen Sie so lange rein in die Clubstube, ne? Und Sie wissen ja, der Horcher an der Wand. Na, meinen Sie das? Allzu nett hat Uli nicht von Ihrem Adrian gesprochen. Kann ich begreifen, nicht? Oh, Frau Brenner. Frau Brenner, wissen Sie schon das Neueste? Und wissen Sie schon das Allerneueste? Da ist das nun, Ihr Radio. Wo kommt das denn her? Das hat Adrian gebracht. Ja, aber eher war ihm das nicht möglich. Na, er hat nämlich so ganz plötzlich einen Auftrag zu erfüllen. Ja, sozusagen in einer geheimen inneren Mission war er so lange weg. In einer geheimen inneren Mission? Verstehe ich nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe mein Radio, aber Gott. Aber sonst kann der Mann hier gestohlen bleiben. Oh, Uli, sagen Sie das nicht? Die Sache hat ihm 5000 Mark eingebracht. Dafür könnt ihr nur eine schöne Wohnung kriegen. Soweit ist das mit uns beiden noch lange nicht, Frau Brenner. Vorher muss ich ihn doch noch ein bisschen näher kennenlernen. Uli, man lernt den Mann immer erst nachher kennen. Gewiss. Aber was weiß ich schon von ihm? Bloß, dass er einen Stiefvater gehabt hat, weil seine Mutter als junges Mädchen verführt worden ist von so einem skrupellosen Schuft, der sie im Stich gelassen hat. Oh, Uli, hat Adrian Ihnen nie erzählt, wer dieser skrupellose Schuft gewesen ist? Nö, davon haben wir nie gesprochen. Aber warum meinen Sie, Frau Brenner? Oh, nee, ich brauch mal bloß so, ne? So, dann gib mal die Milch hier.
Und die Tasche. Und nun rufen Sie mal ganz laut, Adrian, erscheine. Ist er denn noch hier? Ja, wo soll er woanders sein? Der tritt da drin doch schon von einem Fuß auf den anderen, voll lauter Ungeduld, seine Uli endlich in den Arm nehmen zu können. Oh, wenn er mal nicht erst was in die Löffel kriegt. Ach nee, Uli, ne? Nicht. Nicht böse sein, hm? Och, guck noch eine Gas. Ja, ich weiß, ich hab dir Ärger gemacht. Meinst du, das war angenehm, in so einem Verbrecheralbum nach dir zu suchen? Aber was war das denn überhaupt für eine geheime innere Mission, die du so plötzlich zu erfüllen hattest? Och, so kann man die Angelegenheit eigentlich gar nicht nennen. Hast doch dabei keinem Menschen was Schlechtes getan? Nee, im Gegenteil. Aus Nächstenliebe. Und dafür hast du 5000 Mark gekriegt? Ja, ein Scheck, ne? Oh. Vielleicht erlaubt meine neue Chefin, dass ich nachher mal schnell zur Bank laufe. Hast du endlich eine Stellung gefunden? Hm, habe ich, jawohl. Oh, das freut mich. Hm. Deinetwegen, meine ich. Ist das weit von hier? Nee, gar nicht weit von hier. Hier. Hier bei uns? Mhm. Ach so, dann ja man bloß zur Aushilfe, bis der Brammer wiederkommt. Der fährt nämlich zur See. Zur See? Ach nee. Ich glaube, seine Frau wollte das gern. Nee, das glaube ich nicht. Doch, doch. Ja? Ich weiß ja, wie das hier im Haus aussieht. Ja, wie denn? Seine Frau hofft wohl, wenn beide mal für eine Zeit getrennt sind, dann ist die Liebe nachher wieder umso größer. Das ist meistens so, Uli. Bei uns beiden doch nur auch, weil ich eine gewisse Zeit weg war. Ne? Mit dir war das ja ganz was anderes. Nee, genau dasselbe, Uli. Und jetzt, wenn wir jetzt jeden Tag zusammen sind... Da lasse ich dich nicht mehr aus den Augen. Hm. Von wegen nochmal so ganz plötzlich spurlos verschwinden in der geheimen inneren Mission, du. Komm nicht nochmal in Frage. Lieber nicht, ne? Aber bedenk mal, 5000 Mark, du. Ach ja, den Scheck, den zeig mal her. Ja, Uli, der Scheck, du, der ist echt. Wer weiß, ob du echt bist. Das ist was schön. Ja, was soll das denn mit... Nein. Einlösen kann ich ihn nachher auch. Ja, dann? Ich kenne einen Hausmakler. Ach, dann denkst du schon an eine Wohnung. Hm? Na, vom Wohnungsamt kriegen wir ja vor unserer silbernen Hochzeit keine Wohnung. Och, mein Lüttensäugen Schickbüdel, du. Eben hast du noch gesagt, du willst nichts mehr von mir wissen und jetzt redest du schon von silberner Hochzeit. Und du, graue Slave, tu nur was. Ja. Und steh hier nicht so rum, hörst du? Ja, das will ich ja auch. Ich soll mir bloß eine Kellnerjacke verpassen lassen, in den Plünnladen weiter längs. Ja, denn mal zu. Ja. Los. Du, Adrian, ja. aber so eine Auf-Taille, was da heißt? Auf Taille. Oh. Kaution. Die Männer, die lassen eher ein armes Mädchen im Stich als 5000 Mark. Ja, mein Herr, du denkst wohl auch, ich hab ordentlich einen auf der Kiste, was? Ich glaube, der geht in diese hier nicht mehr rein. Nee, das soll er auch nicht, den will ich ja hier behalten. Du, ich hab mich mit meiner Alten verkracht. Oh, hau. Mein Mann, der fährt zur See mit den Kinderwagen auf der Elbschusssee. Was nun? Was ist denn mit dir los? Bist du nur dumm oder bin ich das, ne? Na, warte mal, ich komm gleich, ich hol dich schon wieder. Ich muss mir erst mal eine Stellage bauen. So, nun pass mal auf, du, nun geht's los. Eins. Zwei und drei.
meine ich aber. Wie kannst du bloß sowas mit mir machen? Wenn ich sowas von meiner Alten mache, du, dann kann ich was erleben. Also was die mit mir macht, wenn ich sowas tun würde bei ihr, weißt du, was sie macht? Ja, das, so machst du. Ach, nun muss ich mich nochmal wieder bücken. Und dann rollt mir die alte Bleikugel so von hinten nach vorne. Also will ich mal erst ein bisschen hier auf dem Poller sitzen. Das ist doch komisch. Nun liegen da mit einmal zwei. Und ich hab doch mal bloß einen Kopf. Oh, hallo, Schwagermandos. Ach, Mary, ja. Mein Dirn, wie geht dir das denn, mein Oh, mir geht das gut, du. Ja. Sag mal, aber du hast ja allerlei geladen. Ja, nee, ich hab mich geärgert. Ich meine, meine Marvine, die hat mich geärgert. Und nu will ich die aber heute auch mal ärgern. Ja. Du, andere Leute ärgern, das macht deine Marvine zu gern. Ja, richtig. Dich hat sie ja auch immer geärgert, ne? Mit dem Babybund, ne? Oh, du, wenn so ein Stück Papier auch 10 Mark wert haben soll. Ich hab mich so doll darüber geärgert, du, dass ich ihn gleich zusammengeknüllt und in Kohlenkassen geschmissen habe. Ja, da hast du recht, du sollst... Du sollst dich ja fünf Jahre mit ärgern, bis du die 10 Mark ausbezahlt kriegst, ne? Ja. Ach, Mary, schenk mir mal einen kleinen ein, ne? Ja. Ich hab heute noch gar keinen gehabt. Gibst du denn einen aus? Den gebe ich aus für dich, du. Oh, ich danke dir denn auch für deine Wohlgefälligkeit. Prost, Mandos. Ich krieg das Fell voll, Jon, nicht. Das kriegst ja du. Ach, du meinst von meiner Marvine? Ja. Die kann doch was erleben, was die mich immer geärgert hat. Die ganzen Tage schon. Die hat ein neues Sprichwort. Ja? Ja, halt deinen Rand, sagt er. Halt deinen Rand. Ich nehme sie überall mit hin, in die beste Gesellschaft. Dann fängt die an mit ihrem Rand. Halt. Und nun habe ich aber heute meine Temperatur, du, nicht? So. Wenn die das heute Abend noch mal sagt, das seid ihr, was die... Denn die Möbel, die ich auf Abbezahlung habe, die fliegen dann aber weg. Oh, Mantos! Was ist das denn? Nee, das sind so die kleinen Zwischenspiele. Mandos, komm lieber mit in die Küche und iss erstmal was, du, das ist besser. Ja, du, nee, aber keine Frikadellen. Nee, altes Brot habe ich die ganze Woche gegessen. Sonntags, da gab es falschen Hasen, ne? Montag gab es Brotsuppe. Dienstag gab es Brotpudding. Und Mittwoch da gab es arme Rille. Und alles mit altes Brot. Du, bei mir, da kriegst du ein ordentliches Stück Sauerfleisch. Sauerfleisch? Mhm. Auch mit Brot? Jo. Nee, das mache ich nicht. Mit Brot, Kartoffeln. Ach, mit Brot, Kartoffeln. Ach Gott, sie ist schon nett mit dir. Brot, Kartoffeln. Ach, das hatte mein Freund, der Peter, der aus der Trompeterstraße. Was ist nun los?
Was denn du? Ah! Oh, danke, Dinkelschiffen, sag ich dir. Da hat sie dir noch einen Stuhl hingestellt. So eine feine Dernisse. Ach, und die ganze Flasche hat sie stehen lassen. Oh, oh, nee, sowas rauch. Me, man, day for to say. Me, den Kinder, oh, fertig. Jetzt können die Gäste kommen. Und siehe da, einer kommt schon. Moin. 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 Da sehen Sie, die Jacke passt doch wie nach Maß gemacht. Tja, wenn sie mal nicht gleich bei der ersten Wäsche einläuft, ne? Bei Alter? Nie. Nein? Na, das wird mich sehr freuen. Ja, meine Herren, was darf es sein? Darf ich mal eben? Danke. Ja, mir erstmal eine Hühnerbrühe. Sehr wohl, der Herr. Mir dasselbe. Sehr wohl. Ja. Aber mit Ei. Zwei Hühner, ein Ei. Passt mir gar nicht, hier nun keiner vorzufinden. Ja, mir ja auch nicht. Mir ja auch nicht. Oh, da kommt unsere verehrte Frau Chefin. Schönen guten Tag, die Herren. Tag, Frau Merli. So ist nett, Frau Merli. Leisten Sie uns mal ein bisschen Gesellschaft. Ja, aber warum denn, auch nicht? Ja, denn hier an meiner grünen Seite, ja? Nee, hier an meiner Seite. Meiner Menge, an meiner grünen Seite hier. Wissen Sie, das ist ne... Vis-à-vis ist oft besser als dichte Bi, Herr Alder. Ja. Warum haben Sie denn nun keiner eingestellt, Frau Merli? Hätte das nötig getan? Ja, das finde ich aber auch. Ja, ja. Der hätte man lieber da bleiben sollen, wo er bis nun gewesen ist. Ja. Da hat es ihm nicht mehr gefallen. So. Na ja. Einmal Hühner ohne Ei. Und einmal Hühner mit Ei. Mhm. Guten Appetit, die Herren. Mhm. Guten Appetit. Ja, danke, danke Frau Merli. Danke, Frau Merli. Hat Kuddel denn immer noch nicht geschrieben? Nee, dazu hat er aber noch keine Zeit gehabt. Ja, also so eine kleine Karte aus Rotterdam hätte er doch von seiner lieben Frau schreiben können, nicht? Ja, aus Rotterdam war ihm das auch wohl nicht möglich. Ach, und nun schwabbelt er gewiss schon auf hoher See, was? Ja, und den nächsten Hafen, den Sie anlaufen, da geht er immer so richtig auf den Smutsch. Dann denkt er gar nicht daran, dass er verheiratet ist. Ich glaube nicht, dass mein Kuddel dazu Gelegenheit hat. Nimm. Mir fällt doch gerade was ein. So? Ja. Ich weiß einen neuen Witz. Oh. Ja, aber da brauche ich ein Papier zu. Oberpapier! Papier. Ja. Ja, hier, Herr Alter. Genügt das? Nee, größer. Größer. Ja. Ah, ich glaube, ich habe hier was. Das ist so komisch. Ja, hier, Alter. Ist das groß genug? Ja, das geht. Das geht. Was ist das? Was ist das Gewinnliste der Ziehung
vom 1. Juni 1952. Ach, das ist die Prämienschatzanweisung der Bundesrepublik Deutschland. Ach, von den Babybonds? Also. Ja, ja. Eine Gewinnliste von den Babybonds? Naja, die werden alle für euch ausgelost. Ausgelost? Ja. Na, also das hätte man wissen sollen. Ja, wieso? Meine Schwägerin hat mir zum Geburtstag auch so ein Babybond geschenkt. Aus purer Bosheit. Ich habe mich so doll darüber geärgert, dass ich ihn gleich in den Kohlenkasten geschmissen habe. Ach, entschuldigen Sie, Frau Brammer. Den Babybond, den habe ich da wieder rausgekrabbelt. Der liegt im Küchenschrank. Na ja, dann mach her damit. Wollen wir sehen, ob Frau Mary was gewonnen hat. Ich habe noch nie was gewonnen. Nicht in der Lotterie und nicht im Toto. Ich habe kein Glück im Spiel. Ja, ja, aber in der Liebe, meine liebe Frau Mary, in der Liebe. Ja, ist schon gut. Liebe, ne? Das ist ja Liebe. Frau Mary. Ja? Nun passen Sie mal auf, was ich hier aufgezeichnet habe. Ja. Ja, also, hier ist ein Haus. Was? Das soll ein Haus sein? Das ist bei mir eine Hundehütte. Oh, nicht doch. Und hier? Das ist so saukomisch. Also, hier ist auch ein Haus, nicht? Das? Ja. Das ist in meinen Augen eine Eierkiste. Und nicht doch, Herr Meng. Das müssen Sie nicht. No. Und in diesem Haus, hier in diesem Haus, in dem ersten, da wohnt der Bäckermeister Feinbrot. Ja. Und in dem zweiten Haus, hier, da wohnt der alte Schlachtermeister... Kalbsknochen. Naja, meinetwegen Kalbsknochen. Und und dieser eine Kalbsknochen, der hatte noch eine ganz junge, hübsche Frau. Ja, so eine wie unsere Frau Merkel. Ja, ich weiß. Ich kenne ja die Frau Kalbsknochen nicht. Ja, was wollen Sie denn? Ja, der gewünschte Babybond. Ja, der war hier damit. Wollen wir sehen, ob Frau Merkel was gewonnen hat. Nee, nun lassen Sie doch erst Herrn Aldach die Geschichte von der jungen, hübschen Frau erzählen. Ja, also, ne? Das war natürlich... Also, ja, Frau Merkel, diese... Moment, mal eben, einen Moment, mal eben. Ich komme doch nicht dagegen. Also, Reihe A bis E... Ja, das ist dieser Baum ja auch. Was? Das geht nach Gruppen und Nummern? Also Gruppe 892, Nummer 790 hat Frau Mary. Ja, was? Kann ich nicht mehr richtig gucken? Der Karl, vergleichen Sie doch mal. Wieso, was habt ihr denn? Psst, ihr das nicht gleich sagen, bloß nicht. Oh, ganz, ich bin schonen. So, habe ich wirklich was gewonnen? Ja, wie viel denn? 100 Mark etwa? Mehr? 500? Noch mehr? 1000 etwa? Und du sagst das doch. Frau Mary, seien Sie auf alles gefasst. Ja. Ganz vorsichtig. Ja. Ja. Ihr wollt euch doch einen Witz mit mir erlauben. Adrian, sagen Sie, was los ist. Ja. Aber, liebe Frau Mary, keine 1000 sind das, auch keine 5000. Doch, jawohl. Aber, Frau Mary, Sie müssen noch eine Null dranhängen. Noch eine Null! Wieso? Stimmt, Frau Brammer, 50.000 Mark! Oh, Frau Brammer! Soll auf meinem Bon rausgekommen sein! Und ne, das schon nicht wahr! Aber das ist doch wahr! Oh, 50.000 Mark! Oh, die lohnen sich aber mitzunehmen! Oh, ja. Und die hätten Sie beinahe verbrannt, Frau Brammer! Ja, wie leichtsinnig man doch mitunter sein kann, nicht, Uli? Aber lassen Sie mal, wenn ich das viele Geld in Händen habe, dann kriegen Sie da was von ab. Oh, was mein Mann wohl dazu sagt, wenn er wieder vom See zurückkommt. Ja, das haben Sie, Alter, ja? Also, meine liebe Frau Mary, ja. Dann erstmal meinen herzlichen Glückwunsch. Ach, danke schön. Ah, noch mal, Frau Mary. Also, nein, so. Also, von mir dasselbe, meine liebe Frau Mary. Fortuna Weinhold. Ja, das kann man wohl sagen, ne? Oh, so viel Geld. Nun werden wir schuldenfrei. Und dann habe ich noch ganz viel auf der Kasse. Oh, ich freue mich so. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ja, dann fangen Sie das erst bei mir an, Frau Mary. Ja, bei mir, Frau ja, Mary. Ja, kann ich gemacht. Da haben wir. Sag's aber ganz schnell, wie heißt das Schiff? Was für ein Schiff? Das Schiff, wo Kurla fährt. Wilhelminchen von Gelderland. Nein, oh! Wilhelminchen von Gelderland, also doch. So? Was habt ihr denn? Was ist denn los?
Hast du gestern Abend keine Zeitung gelesen? Nee, dazu bin ich nicht mehr gekommen. Da hatte ich auch was anderes zu tun, hat man ja mit eigenen Augen ihn zu sehen gekriegt, ne? Und ich weiß noch gar nicht, was passiert ist. Hier steht das. Schwere Stürme an der ganzen Nordseeküste, zahlreiche Schiffsverluste. Und hier, ferner sank auf der Höhe von Terschelling der nach Deutschland verkaufte holländische Dampfer Wilhelmientje van Gelderland. Von der gesamten Besatzung und niemand gerettet werden. Liebe Frau Mary. Tschüss. Ja, herzliche Spoiler. Ich glaub das aber noch nicht. Du glaubst das nicht? Nee, das mein Kuddel? Nee, nie und nimmer. Das aber wir müssen, genauso wie wir. Also Mary, wie du das so hinnimmst, solche schreckliche Nachricht. Ja, solche fürchterliche. Und dann nicht ohnmächtig hinschlagen. Da muss man sich bloß drüber wundern, nicht? Bist du gar nicht imstande, dir vorzustellen, wie es dein Mann in der letzten Stunde seines Lebens ergangen ist? Der nur da unten liegt. Oh. Nee, das kann und will ich mir nicht vorstellen, dass er da liegt. Friedrich, Marie, das war plausibel. Du bist ja auch schon zur See gefahren. Ja. Bis nach Helgoland. Also, Mary, stell dir das doch mal vor. So ein Schiff, das sackt einem unter den Füßen weg. Immer höher schlagen die Wellen. Spiegel als von Borg, was dich nied- und nagelfest ist. Das hat man doch schon so oft im Kino gesehen, nicht? Und keine Hilfe kommt wegen dem fürchterlichen Sturm. Und da steht ein Mann, noch in seiner weißen Jacke. Krampfhaft hält er sich fest an seinen Kombüsenschornstein. Und immer tiefer sackt der Putt. Legt sich auf der Seite. Und denn hat auch er über Bord müssen, mein lieber armer Bruder. Runter in die schäumende See. Oh Gott, Friedrich, bei uns kommen nie wieder Fische auf den Tisch. Wer weiß, was mein lieber Bruder Kuddel im letzten Augenblick seines Lebens noch für Gedanken gehabt hat. Kannst du doch wohl denken, dass seine Frau ihn von dem blödsinnigen Einfall wieder zur See zu gehen nicht zurückgehalten hat. Du hast ihn aus dem Gewissen, Assis. Oh Gott, nicht mal eine einzige Träne hat sie für ihren Mann. Nee, nicht ein bisschen traurig. Na ja, weißt du, was dahinter steckt, hat man ja eben mit eigenen Augen gesehen. Lass mal wieder uns beiden. Sein Bruder und seine Schwester geht seinen Seemannstod jedenfalls mehr zu Herzen. Naja, und dies ist auch wohl nicht die würdige Stätte, seinen Schmerz um den armen Kadel freien Lob zu lassen. So ist es. Komm, wir gehen. Ich gehe auch mit. Trost und Beistand wie jede andere Frau in solcher Situation scheinst du ja nicht nötig zu haben. Ja. Ich will jetzt ein Schild an die Tür. Wegen Todesfall geschlossen. Aus Pietät und Takt. Was ist denn nun los? Wo kommt der Kerl denn her? Mann. Ach, mein Engel! Hat sie denn hier so tun gemacht? Nee, sie haben mir was zu essen gegeben. Schweinestück mit Bratkartoffeln. Ja. Das hat mein Freund Peter Petersen mit. Da halt ein Rad, ja, guck du mir nach Hause, du Suppert. Hier, los jetzt! Wir fahren jetzt nach Hause. Nee, ich fahr mit dir auf die Reeperbahn. Reeperbahn, nee, nix da! Was nun, Frau Brammer, was nun? Oh, Adrian, nun spitzt sich das aber mächtig zu. Mhm. Wollen Sie nicht lieber die Wahrheit sagen? Ja, das hätte ich wohl eigentlich müssen. Ja, ja. Haben Sie Uli schon was davon gesagt? Um Himmels Willen, die sitzt da drin und heult wie ein Schloss und um den armen Kuddel Brammer. Oh, Adrian, ich bin nur also eine bedauernswerte Witwe. Und mein Mann in Fuhlsbüttel. Der weiß da noch gar nichts von. Nee? Thank you.
verschrecken und vergnügt sein, wo wir hier im Haus einen Todesfall haben. Uli, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich will und kann es nicht glauben, dass Kuddelbrammer nicht mehr am Leben sein soll. Wo das Schiff doch aber mit Mann und Maus untergegangen ist? Also ich jedenfalls verstehe Frau Brammer nicht, dass sie nicht gleich alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Gewissheit zu kriegen. Ja. Stattdessen macht sie das Lokal hier dicht, gibt uns die Schlüssel und fährt ein paar Tage zu ihrer Freundin nach Rheinweg. Soll sie sich das dann immer mit anhören, wenn jeder Hans und Franz ihr sein herzlichstes Beileid aussprechen will zu dem schweren Verlust? Hm? Ich gehe schon hin. Ja, wenn die Brauerei das ist, wir brauchen morgen erst ein Fass Bier. Hier ist Dördebeker. Na nu, Frau Brammer schon wieder in Hamburg? Wenn man vom Teufel spricht. Ja, Frau Brammer, hier ist alles in Ordnung. Wir haben inzwischen hier groß rein gemacht. Was, alleine? Nö. Adrian musste fix mit anfassen. Musste? Oh, von wem? Was haben Sie gesagt, Frau Brammer? Ach, Adrian. Ja, einen Augenblick mal eben. Adrian, komm mal. Ja. Morgen, Frau Brammer. Ja, nett, dass Sie wieder zurück sind. Wie? Nee, gar nicht. Gänzlich ausgeschlossen, Frau Brammer. Ja, kommt ja gar nicht in Frage. Wo? Ach, vom Hauptbahnhof sprechen Sie. Na, dann können Sie ja ein paar Minuten hier sein. Na ja, mit einer Taxe. Hm? Schön, Frau Brammer. Tschüss. Tschüssing. Was wollte sie denn noch von dir? Och, nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Wo du doch noch gesagt hast, oh ja nicht, gänzlich ausgeschlossen, Frau Brammer, kommt ja gar nicht in Frage. Für was denn nicht? Naja, wegen dem Geld, Uli. Da sollst du doch auch was von abkriegen. Ach so, weil ich den Babybon wieder aus dem Kohlenkasten rausgefischt habe, ne? Mhm. Du Adrian, ja. Was meinst du wohl, was Frau Brammer mir geben wird? Naja, so ein paar hundert Mark wird nicht zu viel verlangt, ne? Würde. Am besten ist, wir lassen uns überraschen. Oh ja, nicht du? Ich bin nämlich immer bannig, für eine Überraschung zu haben. Du, weißt du was? Wir kaufen uns heute noch die Ringe und sonnabend feiern wir Verlobung. Hm? Oh ja, Adrian. Du, und so lange wollen wir auch gar nicht erst verlobt sein, ne? Oh, woher denn? Wir haben ja schon die 5000 Mark für die Wohnung, ne? Ist also nichts mehr im Weg, das Aufgebot zu bestellen. Dann gib mir mal deine Papiere, Adrian. Dann gehe ich heute noch zum Standesamt. Was? Du, Uli? Nö, das ist doch Männersache. Tja, Adrian, dann muss ich dir nur aber was eingestehen. Du mir? Solltest das ja eigentlich erst zu wissen kriegen, wenn bei der Trauung mein Name vorgelesen wird. Dein Name? Ulrike Agathe Stichling. Ach, Adrian, ich mochte dir das ja nie sagen, dass meine Mutter, als ich ein knappes Jahr alt war, sich hat scheiden lassen und dass ihr jetziger Mann ja Stichling heißt. Ach so, ach, dann heißt du in Wahrheit gar nicht so, ne? Man hat mich immer so genannt und da habe ich mich auch so genannt. Bloß nicht, wenn ich mal was unterschreiben musste. Ja, wie heißt du denn? Muss aber nicht lachen, du. Nö. Ich heiße nämlich Ulrike Agathe Fredwurst. Fredwurst? Da kann man doch nicht über lachen. Das hat man aber immer. Tja, Uli, weil du ja so bannig für Überraschungen zu haben bist, ne? Ich muss dir nämlich auch was eingestehen. Pott ist bloß die erste Silbe von meinem Namen. Er hat nämlich noch zwei Silben mehr. Noch zwei Silben mehr? Und das sagst du mir nur erst? Ja. Ja, wie ist denn dein vollständiger Name? Tja, den solltest du ja eigentlich auch erst vom Standesbeamten zu hören kriegen, ne? Hier, Uli, guck mal. Ja, das kann ja wohl nicht angehen. So heißt du also? So heißen noch mehr Leute im Adressbuch. Ich will aber nicht so heißen. Nee, Adrian, so ein Name. Meine Kinder sollen mal nicht so gerufen werden.
Ach, Uli, vielleicht kriegen wir ja gar keine. Ich will aber einen ganzen Haufen. Dann kann das nun mit uns beiden nichts werden. Nee, das geht nicht. Tja, ich denk, du hast mich lieb. Hab ich auch, Adrian, und wie? Aber heiraten, das kann ich dich nicht! Das ist nun schon die vierte, die mich bloß darum nicht heiraten will. Kuddelbrammer, wenn du mir als deinen leibhaftigen Sohn nicht deinen Namen gibst, du. Ach, du musst mal wohl wieder ein trauriges Gesicht machen. So, dann bin ich wieder im Kopf. Hey, der ist ab. Da sind Sie also endlich, liebe Frau Mary. Mhm. Jeden Tag wollte ich Sie aufsuchen, aber die Tür, die war ja immer zu. Ja, hier war groß reinmachen. Ja, dann lassen Sie mich doch endlich Ihnen, liebe Frau Mary, von ganzem Herzen mein Beileid aussprechen zu dem schweren Verlust, der Sie, bedauernswerte Frau, getroffen hat. Oh, nee, Herr Aldach, ich bitte Sie. Dazu ist vorerst noch gar keine Ursache. Ich habe noch immer das feste Gefühl, dass mein Mann geborgen ist. Ja, gewiss. Die Hoffnung, die möchte ich Ihnen ja auch noch nicht nehmen. Na also, ist besser, Sie tun das auch nicht. Aber liebe Frau Mary, das sollen Sie doch schon wissen. Ben! Das unerbittliche Schicksal, das aber doch nun so gewollt hat, dass Sie Ihren lieben armen Kuttel haben hergeben müssen, dann brauchen Sie nicht zu verzagen. Nein, Frau Mary, der macht in all ihren großen Kummer und in der Bitternis Ihnen das als sicheren Trost bedeuten, dass Sie dann nicht weiterhin ohne männlichen Schutz durchs Leben schreiten müssen. Ich hab wie meinen Sie das, Herr Aldach? Deutlicher möchte ich mich noch nicht aussprechen, lieber. Nein, ich muss auch wieder zurück in meinen Laden. Mein neuer Verkäufer, der wird noch nicht so ganz klar mit der Kundschaft. Oh, aber das sollen Sie doch schon wissen. Was hier drin schlägt, bum bum, das schlägt für Sie, Frau Mary. Ja. Na Adrian, was ist denn mit Ihnen los? Die machen ja so ein Beerdigungsübernehmergesicht. Uli heult schon wieder. Noch immer über meinen Mann? Nö, über meinen Namen. Ich hab sie eben den Vollständigen wissen lassen. Portwitz? Oh nee, und nu? Oh, nun will sie mich nicht mehr. Bloß darum nicht mehr. Ach, Adrian, das kriegen wir schon wieder hin. Ich habe in den letzten Tagen noch ganz was anderes in Ordnung gebracht. Bei Ihrer Freundin in Rheinbeek? Sie wohnt doch gar nicht in Rheinbeek. Nö, das habe ich bloß so gesagt. In Eilbeek wohnt sie. Und von da aus, da bin ich jeden Morgen losgegangen und habe nichts unversucht gelassen wegen meinem Mann. Ach, dass seine Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe umgewandelt wird. Ich habe ja nur die nötigen Zechinen, ne? Aber das hat keinen Zweck mehr, hat man mir gesagt. Nee. Bis mein Antrag von sämtlichen Instanzen bearbeitet ist, da wäre mein Kuddel sowieso schon lange wieder frei. Ja. Die Behörden arbeiten nicht im Akkord. Nee. Aber das muss ich dem Herrn Oberstaatsanwalt ja nun lassen. Und der hatte Verständnis für mein Anliegen. Oh, wie hat der Mann gelacht? Gelacht? Ein Oberstaatsanwalt hat gelacht? Und wie? Ja. Lauthals.
Als ich ihm erzählt habe, mein Mann sei angeblich zur See gefahren, das Schiff aber mit Mann und Maus abgebuddelt und dass mein Kuddel nun ja in Fuhlsbüttel den lebendigen Leichnam spielt. Ja, und denn hat er sich telefonisch mit der Gefängnisverwaltung in Verbindung gesetzt und hat dafür gesorgt, dass mein Kuddel, naja, wegen guter Führung, heute für 24 Stunden Urlaub auf Ehrenwort kriegt. Heute? Ja, ja. Dann können wir ja jede Stunde mit ihm rechnen. Ja, können wir. Da kommt der Junggeselle schon wieder an. Alter, der war jeden Tag hier an der verschlossenen Tür. Ja, ich glaube, Meister, der hat Heiratsabsichten. Oh, Adrian, bleiben Sie hier. Nee, ziehen Sie ihn mal ordentlich auf, Frau Brammer. Ne? So. Wenn Sie ihm Hoffnung machen, dann gibt er mir vielleicht endlich mal ein Trinkgeld. Oh, Adrian. Oh, ich hab auch keine... Oh, kommt er schon. Da bin ich noch mal wieder, liebe Frau Mary. Ich wollte Ihnen ein bisschen Gesellschaft leisten. Tja, dann haben Sie wohl nichts Besseres zu tun, Herr Alder. Ne? Oh, doch, doch, doch. Aber für so eine junge Frau, wie Sie das sind, ist es doch traurig, nun schon eine Witwe zu sein. Ja, damit muss ja jede Frau rechnen, wenn der Mann zur See fährt, ne? Ja, ja. Ja, aber sie ist denen ja nun ganz anders da als so manch andere Witwe. Ach, Sie meinen wegen dem hohen Gewinn auf dem Babybond? Ja, 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 ja. Und so viel ich weiß, er war ja der liebe, gute Kuddel noch mit 10.000 Mark in der Lebensversicherung. Nee, nee, nee. Laut Police beim Unglücksfall 20.000 Mark. Ja. 20.000? Mhm. Denn sind das 70.000 Mark. Mhm. Und dann habe ich hier noch mein schönes Lokal, ne? Ja, wissen Sie, Frau Merli, das verpachten Sie mal lieber, ja? Wieso verpachten? Ja, warum soll ich das denn wohl? Aber meine liebe Frau Mary, Sie sind mir zu schade dafür, sich mit Aal und jeden hier abgeben zu müssen. Ihnen? Ja, wieso denn Ihnen, Herr Alder? Meine liebe Frau Mary, ich kann das nun nicht länger mehr bei mir behalten. Sie müssen wissen, was ich für Sie, so eine prächtige Frau wie Sie das sind, hier in meiner Brust empfinden tue. Oh, nee, 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 Herr Alder. Nun schnacken Sie doch nicht so ein dummes Zeug schon am nüchtern Vormittag. Meine liebe Frau Mary, meine ganze Liebe gehört Ihnen. Was? Nee. Geben Sie mir nun schon kleines Ordnungszeichen. Na nun, was hat das denn zu bedeuten? Besuchen Sie mal nicht länger nach dem einen Groschen, Herr Alder. Der findet sich wohl beim Ausfegen. Ja, ist doch wahr. Ja, danke. Ja, ja, oh Gott, macht ja auch nichts, ne? Ja, was ja. Tun Sie überhaupt hier? Wo bei Ihnen im Kontor die Wasserleitung geplatzt ist. Wasserleitung geplatzt ist? Wasserleitung geplatzt. Also, liebe Frau Mary, ja. Sie wissen Bescheid. Ja. Wasserleitung geplatzt. Ja, nur mal los. Das ist ja schlecht. Ja. Wieso Bescheid, Frau Mary? Ach, Sie hören doch. Wegen dem einen Groschen. Och, als wenn Sie nur nicht an was anderes zu denken hätten. Haben Sie denn immer noch nicht von irgendeiner Stelle die definitive Nachricht wegen Kuddel? Nee, aber ich habe das feste Gefühl, dass ich meinen Kuddel bald sogar heil und gesund wiedersehe. Auch Ihr Wort in Gottes Ohr, meine liebe Frau Mary. Sollte das aber eines Tages doch eintreffen? Dass ich eine Witwe geworden bin, meinen Sie? Ja, wenn, dann gibt es ja zum Glück jemanden, der Ihnen beisteht, der Ihnen an seiner Seite Glück und Zufriedenheit und ein ruhiges und sorgenloses Leben bieten will. Der Sie förmlich auf den Händen tragen will. Ja, ja, das hat er mir eben ganz deutlich zu verstehen gegeben. Ach so, ja. Wer? Wer? Na, Herr Aldach, für den Fall, dass ich wirklich eine Witwe geworden bin, da gedenkt er mich zu heiraten. Aldach? Ja. Justus Aldach? Ach, den gibt er bloß nach den 50.000 Mark, die Sie auf den Babybon gewonnen haben. Der weiß sogar, dass mein Mann in der Lebensversicherung ist, die beim Unglücksfall sogar 20.000 Mark ausbezahlt. Ach, und das käme ihm wohl fein zu Pass, was? Wo sein Plünnladen nebenan werkelt, weil er seine Wechsel nicht einlösen kann. Seitdem will ich doch gleich mal bei was anderes. Aber warum regen Sie sich denn so doll darüber auf? Och, das ist gar nicht gut in Ihrem Alter, Papa Meng. Nicht Papa. Sagen Sie nicht Papa zu mir. Und reden Sie nicht schon vom Alter. Nicht auf die Jahre kommt das an, wenn das Herz mal noch jung ist. Und Sie, meine liebe Frau Mary, Sie machen ein altes Herz wieder jung. Mein Herz und mich selbst
lege ich Ihnen gern zu Füßen. Oh, komm, bleib! Oh. Oh. Nee, nee. Ach, Herr Mann. Frau Brammer, Uli packt schon ihre Sachen. Sie will weg. Was fällt der dummen Dirn denn ein? Ja, Herr Meng, denn ist wohl besser, wir reden andermal weiter, ne? Ja, danke schön. Ja. Ja. Ach so, ja, 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 natürlich, ja. Über die leeren Weinflaschen im Keller. Hm? Leere Weinflaschen? Ja, wieso der leere Weinflaschen? Herr Meng. Ach so, ja, ja, natürlich. Ja, also, meine liebe Frau Mary, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja. Tschüss, Frau Mary. Ja, tschüss. Oh, Adrian, und warum will Uli weg von mir? Ja, sie meint, das wäre für uns beide das Beste, wenn wir nicht mehr länger Tag für Tag zusammen wären. Dann würde ihr, sagt sie, das Herz brechen. Unsinn, Herz brechen. So leicht bricht bei jungen Leuten das Herz nicht. Da werde ich mal ganz was anderes erzählen. Was geht doch nicht. Ach, Adrian, gehen Sie mal ran, ne? Oh, ist ja wohl die Brauerei. Ja, ja, hier ist Dördebeger. Was? Die Ehefrau kommt sofort. Frau Brammer? Ja? Männergefängnis. Männergefängnis Fußbüsche. Oh, pass auf, die wollen meinen Kunde nicht beurlauben. Und oh, nee, warum kocht dieser Ole Schafskopf auch so gut? Ja? Hier, Frau Brammer? Hä? Oh, Kunde, bist du da? Ja, du, ich bin hier. Kunde, hör mal zu. Du bist nämlich tot. Nee, tot. Theodor Otto Theodor. Och, Kurl, sag mal, liest ihr denn in Fuhlsbüttel keine Zeitung? Du, hör zu. Captain Kuhlmann ist vor 8 Tagen mit seinem Schiff und mit der ganzen Besatzung untergegangen. Ja, nee, du, das ist wahr. Tja, Kurl, was nu? Kurl, du sagst einfach, du bist so an Land getrieben. Ja, schön, Kurl. Dann komm mal her, ne? Was? Im Auto? Du? Aber nicht in der grünen Minna. Nee, du, das ist zu auffällig, ne? Ja, hast denn Geld? Mensch, guck mal an. Ja, Kurl, dann bis gleich, ne? Tschüss. Oh, Adrian, mein Mann schmeißt sich sofort in die Taxe. Ja, als beurlaubter Strafgefangener kriegt er ja auch Reisespesen. Ja, also du, das muss man dem Hamburger Staat ja nun lassen. Sein humaner Strafvollzug. Man, der verlockt ja direkt dazu, mal was auszufressen. Oh, ne, guck mal, da kommt sie ja, unsere Uli. Uli. Nun gucken Sie sich das mal an, Frau Brandt. Uli, und Sie wollen mich nur so einfach im Stich lassen? Ich kann keine Stunde länger mit Adrian zusammenbleiben. Dafür habe ich ihn viel zu lieb. Aber ihn heiraten, nee, das kann ich auch nicht. Und bloß wegen meinem Namen. Ist das nicht zum Verrücktwerden? Uli, wenn Adrian nur den Namen Brammer führen darf, ja, denn doch, ne? Aber so heißt er ja leider nicht. Aber den Namen kriegt er. Dafür sorge ich. Oh, Frau Brammer, das werde ich Ihnen nie vergessen. Wollen Sie Adrian denn adoptieren? Ja. Ach, dafür haben Sie ja noch gar nicht das gesetzliche Alter. Nee, ich nicht, Uli. Aber mein Mann. Und der ist schon unterwegs hierher mit der Taxe. Herr Brammer, er lebt. Er lebt wirklich. Mhm. Haben Sie denn eine Nachricht von ihm? Eben telefonisch gekriegt. Er ist gesund und munter. Ja, ist sozusagen wieder auferstanden von den Toten. Siehst du, Uli, Frau Brammer hat das auch nicht geglaubt, dass ihr Mann mit untergegangen ist. Oh, Frau Brammer, da freue ich mich. Ja, ist ja gut, Uli. So, aber nun sollen Sie auch wissen, wer Adrians richtiger Vater ist. Das ist nämlich mein Mann. Jawohl. Herr Brammer, der also war... Der skrupellose Schuft. Aber nun soll er das an seinem Jungen wieder gut machen. Und er soll dafür sorgen, dass Adrian den Namen Brammer führen darf. Ja, Adrian. Oh, Adrian. Willst du mich denn du auch noch haben, Adrian? Oh, Uli, wie kannst du bloß so fragen? Was soll er wohl nicht? Wo ich doch vorgestern 5.000 Mark auf ihr Konto überwiesen habe. 5.000? Frau Brammer, so viel. Oh. Ja, hätte Uli
mir den Babybund nicht gerettet, dann hätte ich doch keinen Anspruch gehabt auf die 50.000. Oh, vielen Dank, Frau Brammer. Oh, bitte, Uli, ich habe auch von mir, Mama Brammer. Oh. Oh. Das ist aber gut. Nicht hier länger rumstehen, marsch ran an die Arbeit. Los, los. Ja. Ach, Adrian, ich bin ja so glücklich. Wir sind nicht bloß glücklich, wir haben sogar Geld. Zum letzten Mal von Angesicht zu Angesicht zu Gesicht gekriegt. Bevor seine Frau ihn dazu überredet hat, wieder zur See zu fahren, um den Seemannstod in den kühlen Fluten zu erleiden. Ja. Nun ist unser Schwager Kuddel auch schon oben bei St. Peter Ording. Peter Pedersen, der... Ach, hat ein Land, ja. Geh hin und besorg eine schottische Karre. Richtig, Marine, richtig. Abschleppen können wir uns ja nicht mit all seinen Sachen. Na ja, wo soll ich nun sogar so eine schottische Karre hier in Kahnvermieter finden in Hamburg? Nee, ich weiß schon. Dicht dabei hat mein Freund Peter Pedersen gewohnt, in der Petersstraße. Du halt einen Rand, ja. Dich dabei hat mein Freund gewohnt, der Peter Pedersen in der Petersstraße. Der Trompeter. Habt ihr das Schild da am Fenster gesehen? Aus betriebstechnischen Gründen geschlossen, hat sie geschrieben. Hätte es nicht mal für nötig, wegen Todesfall zu schreiben. Ja, weil sie das ja auch nur noch nicht zugeben will, ihr Mann auf so eine tragische Weise verloren zu haben, nicht Fried? Ja, weil sie sich dann ja auch so benehmen müsste, wie sich das von Rechts wegen für eine trauernde Witwe gehört. Ja, ja, muss ja ein bisschen mehr Distanz wahren. Kann ja nicht mit ihnen hier rumschmuschen. Ach, Uli, Mann, alles klar, die wissen ja sowieso Bescheid, ne? Ach, nee. Lasst ihr euch auch mal wiedersehen? Wollt ihr verreisen? Nein, das wollen wir nicht. Das bist du ja gewesen, zu deiner Freundin in Rheinbeek, nicht? Man muss sich ja bloß wundern, dass du es nicht für nötig hältst, in Schwarz zu gehen. Ich sollte in Schwarz... Mary, ein bisschen müsstest du ja nun wohl wissen, was man unter Pietät zu verstehen hat, nicht? Also nur erlaube mal, ja, nein, das Moment, Mary. Ich frag dich, was hast du bis jetzt unternommen, um die amtliche Bestätigung zu kriegen, dass dein Mann nicht mehr am Leben ist? Nix. Warum sollte ich wohl? Fragt, warum? Hast dich also noch nicht mit der Reederei in Verbindung gesetzt? Weiß ich, wie die Reederei heißt, die den holländischen Dampfer aufgekauft hat? Warum überhaupt? Fragt wieder, warum? Ohne die amtliche Todeserklärung wird keine Lebensversicherung das Geld ausbezahlen. Und unser Bruder war ja, wie uns bekannt ist, mit 10.000 Mark versichert. Ja. Beim Unglücksfall 20.000 Mark. Oh, hast du gehört? Bitte. Aber nur sagt mal, was geht euch das überhaupt an? Ob Kuddel versichert war und wie hoch? Geht uns eine ganze Menge was an, ne? Hat Kuddel ein Testament gemacht? Testament? Nee, also nicht so. Ja, Frisch, dann sag ihr das nun mal nicht. Ja, also Mary, wir sind gestern beim Anwalt gewesen. Um uns juristisch genau zu informieren in Erbschaftssachen. Ja. Sagt mal, soll das etwa heißen, dass ihr...
er ja, falls ich wirklich eine Witwe geworden bin, auch was erben wollte. Wenn kein Testament vorhanden ist, worin der Erblasser dich als alleinige Erbin einsetzt und... Und da eure Ehe ja kinderlos geblieben ist, nicht? Würde ja wohl nichts anderes übrig bleiben, nicht? Friedrich, lies immer wohl, was du dir von den Anwalt hast aufsetzen lassen, ne? Sag mal, schämt ihr euch gar nicht? Wir halten uns an das Gesetz und das ist auf unserer Seite. Richtig, ne? Marlene. Also, Mary, du darfst uns das nun nicht verwehren, wenn wir hier nur gemeinsam eine Bestandsaufnahme machen. Oh, ihr wollt also feststellen, was Kuddel und ich besitzen. Na schön. Uli! Oh ja. Da ist sie ja schon. Uli, gehen Sie mal mit meinen Verwandten nach hinten und dann zeigen Sie ihnen alles, ne? Aber bloß, weil Sie das durchaus wollen, Frau Brammer. Ja, dann komm. Ja, dann komm. Ich nehme mal los. Ja, ja, ja. Komm, ich flink. Und noch was, Mary. Auch in die Geschäftsbücher musst du mir einen Blick gewähren. Ja, meinetwegen. Wo machst du deine Nase nicht gern reinstecken? Na, das muss er ja wollen, nicht? Von wegen soll und haben. Tja. Und dass wir die Garderobe und die Wäsche von meinem Bruder einpacken, da wirst du auch nichts gegen einzuwenden haben. Was? Das wollt ihr hier gleich einpacken? Oh nee, das ist ja zu nett von euch. Ja, du hast doch gar keine Verwendung mehr dafür, nicht? Das ist... Brammer, das können Sie doch nicht zulassen, dass die ihr die ganze Garderobe einpacken. Doch, 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 einpacken können Sie gern alles, Adrian. Aber wegkommen Sie damit nicht. Nee. Damit mein Mann muss doch bald hier sein. Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, und dann wird er wohl endlich mal gewahr werden, was für eine saubere Sippschaft er aufzuweisen hat. Frau Brammer, das ist... Da kommt er ja schon. Was? Mein Mann? Hm? Oh ja, Adrian, den da drin nichts verraten. Und Sie bleiben so lange in der Versenkung, bis ich Sie rufe. Um meinem Vater mal den strammen Jungen zu zeigen, der hier für ihn angekommen ist. Ja! Bist du schon da? Oh, wie schön. Komm mal rein, du. Ja. Oh, Mary. Komm rein, komm. Oh, mein Kuddel. Nun bist du wieder im Haus, mein Kuddel. Du bist auch nicht ein bisschen blass geworden um die Nase, du. Ja, mir hat das Getränk gefehlt. Ja? Och, Puddel, komm doch her. Sup, Chris Charakter. Du, aber sonst hat mir das da einfach glänzend gefallen. Ja, ja, du, das glaube ich. In der kurzen Zeit hast du dir dann ganz schön Bauch angefressen. Du, Mary, sag mal, was hast du mir da am Telefon erzählt? Captain Kuhlmann ist mit seinem Dampfer untergegangen. Ja, und von der ganzen Besatzung ist nicht ein Mann gerettet worden. Du denk mal, wenn ich damals nicht schon die Vorladung in der Tasche gehabt hätte, wäre ich gewiss mit ihm gegangen. Ja, ach, Kuddel, dann legst du nur auch auf den kühlen Meeresgrund. Ach, nee, du, nee. Du, Mary, sag mal, was sind denn das für Koffer? Ja, du, da wollen sie dein Zeug und deine Wäsche reinpacken. Was denn? Die sind doch schon hinten in unserer Wohnung zugange. Dein Bruder mit seiner Frau und Malvine. Was, in unserer Wohnung zugange? Mhm, die machen Bestandsaufnahme von deinem Nachlass. Was? Du, die sind doch noch in dem festen Glauben, du bist tot. Ach, du hast ihnen nicht die Wahrheit erzählt? Nö, das sollte ich doch nicht. Ich soll doch immer dabei bleiben, mein Mann, der fährt zur See. Ja, gewiss, gewiss. Und wenn ich also draußen geblieben wäre, dann wollten sie dir hier was wegholen. Ja. Na, warte, die sollen mich mal kennenlernen, wie springlebendig ich noch bin. Nee, oh, komm, komm, Kuddel. Komm lieber mit nach nebenan und dann hören wir uns das von da an. Ne? Ja, komm. Die sollen mich mal kennenlernen. Nee, die Hauptsache ist, dass du deine puckelige Verwandtschaft endlich mal kennenlernst, mein lieber Kuddel Brummer. Au. Hohoho. So. Oh. Die Karre ist da! Unser Gott, du schnackst doch nicht! Die Helden haben zum Abend unser Sohn noch ganz gut zur Universität tragen! Was da lang, du lässt ja gar nicht! Oh, leg das mal alles schön hin und er wird geteilt! Ja, aber so. Ehrlich, du! Kinder, seid vernünftig! Mann, das wir schenken uns erstmal klein ein, was? Na klar, die Getränke gehören auch in die Erbmasche rein! So. Das ist für meinen Mann? Nein, für meinen Jungen! Das ist, da kommt doch gar nicht in Frage! Hier wird alles geteilt. Ehrlich geteilt. So. Ja, ja, ja. Ehrlich und gleichmäßig. Und all das Gute immer mal bloß für dich. Was denn? Das packt die doch gar nicht an Hals, dein Bindel da. Ja, nicht den Krieg. Aber was kann ich unter dem... Ach, du doch weg, Sonne. Ach, du mit der Schöpfe. Oh, was fällt dir ein? Oh, Friede, guck mal, hier sind wir am Anfang und ich...
so, wie er gelebt hat, steht er da. Oh. Armer Schwager, kannst du keine Ruhe finden in deinem kühlen Seemannskrabbepack? Karl, hast du Urlaub gekriegt von Petrus? Hast du meinen Freund da getroffen, Peter Pedersen aus der Pedersen? Au! So Kraft hat doch kein Geist. Kurl, lebst du wirklich? Du bist also gar nicht tot. Oh Gott, du bist gerettet. Als Einziger. Karl, du kannst halt ja ganz bange machen, wie du so dastehst. Sag doch was, Karl, dass wir's glauben können. Ein Wort, ein einzig wahres Wort. Pfui, Teufel! Und die Sachen werden mir da wieder hingebracht, wo ihr sie hergeholt was? Habt, ihr Erbschleicher. Das kann Uli tun. Uli! Ja, Frau Brammer? Uli, räumen Sie die Sachen mal wieder an Ort und Stelle, ja? Bin schon dabei, Frau Brammer. Kuddel, du sei doch nicht so zu uns. Bedenk doch, was wir für Tränen um dich vergossen haben. Was deine Frau ja nicht von sich behaupten kann. Ne? Ich sah dich schon auf dem kühlen Meeresgrunde ruhen, zwischen Makrelen und Kabeljauen. Aber ich lebe. Ich lebe! Ja, das habe ich gemerkt. Und ich bin nun mal gewahr geworden, was für einen Bruder und für eine Schwester ich habe. Schämen sollt ihr euch bis in eure tiefsten Seelen. Ja. Red doch nicht so mit uns. Wir haben es doch gar nicht so gefasst. Kuddel, wir waren doch in dem festen Glauben, dir wäre was passiert. Ja, wo das Schiff doch abgebuddelt war mit Mann und Maus, nicht? Mal die nicht hier lassen. Schließlich sind das auch das Recht, so ein bisschen was zu erben. Hat nicht der Anwalt das gesagt, Friedrich? Ja, jawohl, Kuddel, laut Erbrecht im bürgerlichen Gesetzbuch. Doch, auch in dem Fall, wenn Mann und Frau alles aus sich allein aufgebaut haben. Wenn der Ehemann kein Testament hinterlässt, nicht? Und die Ehe kinderlos geblieben ist, nicht? Mary, noch heute setze ich mich hin und mache mein Testament. Man kann ja nie wissen, was einem noch alles passiert. Und du gehst morgen ins Waisenhaus, holst uns ein kleines Kind und das werden wir adoptieren. Ach, Kuddel, das haben wir ja gar nicht nötig. Denk doch lieber an dein eigen Fleisch und Blut. Was denn? An den Jungen, meine ich, den du mit Emmy Stüben hast. Was denn das? Das weißt du? Ja, ich meine, das könnte ich ja machen, aber wo macht der nun wohl sein? Ne? Der ist gar nicht weit weg. Adrian, komm mal zu deinem Papi. Was denn? Der ist hier. Hier? Ja. Ich habe ihn als Kellner eingestellt. Guck, ist dein Junge nicht ein forscher Bengel geworden? Guten Tag, Papi. Das ist mein Sohn? Ja. Das können sogar die Akten beweisen. Oh, Junge, halt auf, du kommst mir so bannig bekannt vor. Ne? Was ein Wunder. Du, das ist, wie man so sagt, die Stimme deines Blutes, Kuddel. Igitt. Und du heißt Adrian. Hm. Na ja, so hat der andere ja nicht geheißen. Ne? Wer denn wohl nicht, Vater? Jemand, der dir auffallend ähnlich sieht und den ich zufällig mal flüchtig kennengelernt habe. Oh, das war aber, als du zur See gefahren bist, Kuddel. Ja, wa? Kuddel, aber was ich dir nur noch sagen will, du. Na? Mit Adrian, der auch mein Jung sein soll, du, da ist das Glück ins Haus gezogen. Du kannst dich doch wohl darauf besinnen, dass deine Schwester mir zum Geburtstag so einen Babybond geschenkt hat. Ja, aber bloß, weil sie dich damit ärgern wollte. Ja, ja, ich hab mich da auch doll über geärgert. Ah ja, dann war der Zweck ja erfüllt, ne? Aber nu danke ich dir dafür, liebe Schwägerin. Bitte, bitte, gern geschehen. Ja, denn das hast du damals ebenso wenig gewusst wie ich, dass dieser Babybond alle Vierteljahr zur Verlosung kommt. Was, ist das eine Verlosung? Ja, das stimmt, da habe ich auch schon von gehört. Ach, das ist... Du, willst du damit sagen, Mary, dass du da was auf gewonnen hast? Ja. Adrian, sag du deinem Vater, was auf dem Babybond rausgekommen ist. Ja, krieg ich aber keinen Schreck, Vater, ne? Ich halte ihn. Das sind nämlich 50.000 Mark. Ja! Oh, yeah! 50.000 Mark bin ich aus dem Schaden! Fest,
Was schau ich hier an? Lass mich los. Hey, lass mich los. Ich will erst meine Alp dir das Glück umdrehen. Was willst du? Du hast die ganze Schuld. Hättest du vom Otto Lühmann nicht diesen Babybund andrehen lassen, hätte sie das schöne Geld nicht gekriegt. Doch, nun soll ich wieder an allem schuld sein. Bist du ja auch, bist du ja auch. Halt deinen Rand. Du kommst jetzt mit mir auf die Reeperbahn. Da lass ich dich ausstellen im Pinocchio. So, der eine ist nur draußen und die anderen gucken sich die Tür auch wohl mal von der anderen Seite an. Was soll, soll das heißen, ihr wollt uns los sein? Ja, ich will nur klar Deck machen. Das genügt. Komm, Gustl, wir gehen. Tja, das brauchen wir uns nicht zweimal sagen zu lassen. Wo unser Sohn Akademiker ist und Monika Dolmetscherin auf dem amerikanischen General, gibt das Herr Konsulat raus. Ein Moment. So. Nimm mich mit, Friedrich, nimm mich mit. Ich hab Angst, mich tritt oder weh aus der Schlacht. Du? Ja, dann lass du dich mal von deinen alten, aber schottischen Karren nach Haus fahren. Was ist das? Was ist das? So, ich glaube, die Sippschaft sind wir los, was? Oh, Kuddel, du hast ja mich und hast deinen Sohn. Genau. Und eine Schwiegertochter ist auch schon in Sicht. Wer ist denn die Braut? Da kommt sie schon. Was, Uli? Ja. So, nun ist alles wieder an Ort und Stelle. Oh, ist schön, Uli, vielen Dank. Und nun möchte ich Sie beglückwünschen, Herr Brammer, dass Sie gerettet worden sind. Na, von der Rettung wollen wir lieber nicht reden, ne? Nee. Du, lieber davon, wie wir das in Ordnung bringen, dass Adrian deinen Namen führen darf. Ja, Vater, mit dem Namen von meinem Stiefvater kann ich das Aufgebot nicht bestellen. Warum denn nicht? Oh, nee, Herr Brammer, ich bitte Sie. Was? Nee. Guck mal hier, Vater. Na, was denn? Was? Pott? Nun lach nicht. Du hast die ganze Schuld, weil du seine Mutter damals nicht geheiratet hast. Ja, das stimmt eigentlich. Aber ja. Oh, nee. Genehmigt. Adrian Brammer. Ja? No. Und wenn ihr einverstanden seid, dann feiern wir heute Abend noch Verlobung. Hm? Ja, klar. Ja. Denn morgen heißt das erstmal wieder... Mein Mann, der fährt zur See.